Hier geht es um einen jungen Baum, einen Apfelbaum, etwa 2 Jahre nach der Pflanzung. Und wie das bei Jugendlichen so ist, die müssen erzogen werden. Ja, es geht also um den Erziehungsschnitt. Ja, neben mir ist wieder Martin Rost, unser Experte für Obstbaumschnitt. Hi Martin, schön, dass wir uns hier getroffen haben. Ja. Der Erziehungsschnitt, was ist dabei wichtig? Was macht man da? Beim Erziehungsschnitt, der erfolgt dann nach der Pflanzung, die Jahre nach der Pflanzung, erfolgt der Kronenaufbau des Baumes. Das heißt, da werden die Leitäste festgelegt, der Mitteltrieb wird festgelegt. Also die Krone wird festgelegt in ihrer Form und soll später pyramidal sein. Mhm. Ach, wie eine Pyramide. Ja, wenn ich jetzt hier oben in die Höhe blicke, hätte ich hier 3 zur Auswahl, die vielleicht alle die Stammverlängerung in die Höhe machen könnten. Welche nehmen wir denn? Also in dem Fall hier würde ich jetzt den hinteren nehmen, den kleinsten und schwächsten Ast. Ach. Und die 2 vorderen wegnehmen, weil der einfach die Krone ein bisschen ausbremst, sodass wir da nicht so ein starkes Höhenwachstum haben. Und die 2 hier, die hier vorne, die würde ich hier wegnehmen, genau. Die werden weggenommen. Und die Leitäste, die zur Seite gehen, behalten wir alle? Alle 5 hier, die ich hier so sehe, oder? Nee, da beschränken wir uns auf 3. Also man kann auch 4 nehmen. Hier fehlt eigentlich so ein bisschen einer. Aber man nimmt den hier zum Beispiel, hier vorne, ja, den hier hinten und dann zu dir, zu deiner Seite. Diesen hier, ja. Okay. Mhm. Müssen die in einem bestimmten Winkel stehen? Ja, 45 bis 60 Grad, also der ist optimal. Die 2 sind ein bisschen steil, aber das ist okay. Das ist okay. Ja, wenn man den jetzt in der Verlängerung hier sieht, dann kommt hier ja wieder so ein starker Trieb nach oben, der eigentlich so eine Konkurrenz zur Krone bildet. Was ist mit dem? Ja, ich nenne das einen Aufreiter oder ein alter Wasserschoss. Den nimmt man ganz weg, hier an der Stelle, sodass man auf den ableitet. So, und jetzt geht's ans Schneiden. Und zwar als erstes kümmern wir uns um die Stammverlängerung. Das heißt, der hier bleibt und die müssen fallen, Martin. Wir machen das mit der Schere? Nee, mit der Säge. Mit der Säge. Ab so einem Durchmesser geht man mit der Säge dran, ist einfach einfacher. Den lassen wir stehen, die 2 nehmen wir weg. Und zwar halten wir den gut fest, damit er nicht umkippt und ausreißt. Und schneiden den möglichst knapp an dem Ast, der stehen bleiben soll. Leicht nach hinten biegen, also aus dem Schnitt raus. Und dann haben wir einen schönen Schnitt. Ja, und als nächstes wäre der Wasserschoss oder der Aufreiter weg. Den nehmen wir auch so. Halten den gut fest. Und ziemlich knapp am Ast, an dem Leitast, der stehen bleiben soll. Da muss man vorsichtig arbeiten, dass man nicht mit der Säge die Rinde verletzt. Man sollte die Rinde hier nicht verletzen. Also das wäre nicht so gut, ja. Das wäre nicht so gut und es bleibt immer wieder so ein kleiner Astwulst stehen. Ja, jetzt sieht der Baum schon ganz anders aus. Er ist lichter geworden und jetzt geht es an die Leitäste. Wir hatten ja 1, 2, 3. Das heißt, da muss was weg. Ja, genau. Also das sind die 3 Leitäste, das hast du richtig gesehen. Die haben wir eben besprochen. Und jetzt nehmen wir alles das weg, was stört. Das wäre einmal dieser hier, dann dieser hier, weil der einfach sich später mit dem hier ins Gehege kommt. Den kleinen hier, weil der sich hier ins Gehege kommt. Ja, und den würden wir auch wegnehmen, weil der viel zu sehr hierüber wächst und ihm ins Gehege kommt. Das heißt, es ist immer wichtig, man muss so ein bisschen vorausschauend denken. Wo, genau. Wo wachsen die Äste hin später mal? Ja. Wie soll die Krone später aussehen? Dann fange ich mal einfach an und schneide die weg, die sein müssen. Einmal hier mit der Schere, weil das sind kleine Triebe. Hier unten, den kleinen hier, weil der hier kreuzt, wobei der kommt ja auch weg. Einmal. So, und jetzt käme der noch. Das wäre erstmal das Grundgerüst für den neuen Baum. So, die Leitäste sind jetzt festgelegt. Jetzt müssen wir uns aber noch mal um die Stammverlängerung kümmern, denn das war ja dieser schwächere Ast, der nach oben geht. Ja, und der muss geschient werden, Martin. Genau, der ist ja ein bisschen krumm und dem werden wir jetzt eine Schiene verpassen. Fängt man unten an, immer 2-mal drum. Ich verwende hier eine Hohlschnur. Das ist eine Kunststoffschnur, die ist innen drin hohl, die drückt sich platt und schneidet nicht ein. Aber man kann auch andere Schnur nehmen, Hanfschnur und an. So eine Hohlschnur, die ist typischerweise, findet man die zum Beispiel in einer Baumschule. Fragen Sie da ruhig mal nach. Dort kriegt man so ein Material. Man findet das ja nicht unbedingt im Gartencenter. Nee, da gibt es keine Hohlschnur. Die muss man sich anderweitig besorgen. Wenn wir jetzt hier binden, sollte man jedes Jahr kontrollieren, dass die Schnur nicht einwächst. Dann muss nachgebunden werden und gelockert werden. Also einwachsen heißt, dass die Schnur von der Rinde überwallt wird. Ruhig bis in die Spitze hochbinden, dass ein neuer Mitteltrieb entsteht und dem Baum eine pyramidale Form gibt. Jetzt müssen wir uns noch mal um einen Leitast kümmern, und zwar um diesen hier, der ja
in einem etwas zu steilen Winkel hier absteht, aber wir können den runterbinden, ne Martin? Da ja, genau. Praktischerweise hier unten einen Mühlstein liegen, an dem wir eine Hohlschnur befestigen. Und so. Martin wird den jetzt runterbinden. So, halt mal bitte fest hier. So, ja, genau. Und dann werden wir den einfach in der Position zwingen, dass er hier einen flacheren Winkel bekommt, diese 45 Grad. Man kann auch jede andere Möglichkeit nehmen, Ziegelsteine, Gewichte. Wir haben jetzt hier diesen Mühlstein. Das ist ja auch so, dass die Hohlschnur flexibel ist. Das heißt, man muss sowas auch immer mal wieder kontrollieren, ne? Genau, man muss das kontrollieren, weil die gibt auch nach. Und wenn der dann ein paar Jahre in dem Winkel ist, dann steht der von selber. Dann braucht man keine Schnur mehr. So. Wunderbar. Dann hat er einen schönen Winkel hier. Er wird immer symmetrischer, muss man sagen. Jetzt frage ich mich allerdings, wenn ich in die Krone blicke, ist unsere Stammverlängerung ein bisschen niedriger als zum Beispiel auf deiner Seite der lange Leitast. Was ist mit den Spitzen der Leitäste? Die Leitäste muss man ein bisschen einkürzen. Erstmal, damit sie keinen Konkurrenztrieb zum Mitteltrieb oder zum Leittrieb machen. Und da geht man und schneidet den Neuzuwachs ein gutes Drittel mindestens zurück. Okay. Ich kann das mal vormachen. Fangen wir bei dem hier mal an. Immer auf ein außenstehendes Auge. Hier ist eine Knospe innen. Kurz über einem Knospe außen. Einmal. Dann gehen wir hier weiter. Hier haben wir zwei. Dann nehmen wir den stärkeren weg. Warum nimmt man den stärkeren weg? Damit die Krone nicht so groß wird und nicht so schwere Äste nach außen kommen. Das sieht unharmonisch aus und ist auch nicht für das Kronengerüst gut. Zwei. Und dann gehen wir hier auch auf ein Auge. Gucken wir mal, haben wir eins. Hier hinten. Stark weg. Da fällt jetzt auch wieder der stärkere. Ja. Ah ja. Und dann haben wir noch zwei. Den wir eben gebunden haben. Und den hier auch. So. Wunderbar. Und jetzt haben wir einen schönen symmetrischen Leitastaufbau ungefähr in einer Höhe. Und mit der Spitze in der Mitte ist es wie eine Pyramide. Jetzt sehe ich nur noch diesen einen Ast hier, aber der bleibt, ja? Ja, wir hatten zwar darüber gesprochen, dass wir nur drei oder vier Äste lassen. Der sieht jetzt ein bisschen fremd aus, aber den wollte ich einfach als Reserve lassen. Denn hier ist eine kleine Lücke in die Richtung und den kann man später in diese Richtung ziehen und hat dann da einen Ausgleich. Wenn das nicht nötig ist, kann man das in den Folgejahren, man muss ja jedes Jahr nachschneiden, auch entfernen. Ah ja, das ist ein wichtiger Punkt, denn so ein Erziehungsschnitt, der wird nicht nur einmal durchgeführt, sondern der zieht sich über die jungen Jahre eines Baumes eigentlich über ein paar Jahre durch. Ne? Genau. Muss man immer wieder korrigieren. Sechs, sieben Jahre dauern und auch ein älterer Baum braucht trotzdem auch schon mal eine Erziehung und wird dann nachgeschnitten. So, jetzt hat unser Baum eine wunderschöne Pyramidenform als Krone. Jetzt gucke ich aber nach oben, Martin, und da gibt es noch eine kleine Krone, die sich gerade entwickelt. Ja. Eine doppelte sozusagen. Das ist eigentlich hier an dem Mitteltrieb, der hier durchgeht. Ist oben noch eine kleine Verastlung, die ist eigentlich ganz gut. Die lassen wir erst noch mal stehen, ein, zwei Jahre, und gucken, wie sie sich entwickelt. Das kann man später nachkorrigieren, das ist jetzt noch nicht nötig. Man muss ja eh immer mal wieder ein Auge drauf werfen. Genau. Und wenn ich mir die Äste hier angucke, den Leitast hier direkt vor mir, der hat schon diese typischen, dieses Fruchtholz, wo Blüten und Früchte entstehen, also diese verdickten Kurztriebe. Mhm. Auf der Seite hat er die gar nicht. Woran liegt das? Ja, liegt daran, das ist ein ganz besonderer Baum. Und zwar ist das ein sogenannter Duobaum. Das bedeutet, da sind zwei Apfelsorten auf einer Unterlage. Also hier ist die Unterlage, das ist der Stamm. Und das ist eine Sorte. Jetzt geht es auch so steil weg. Und das ist eine andere Sorte. Und die sind hier veredelt. Man sieht da noch die Narbe. Die geht einmal hier rüber und dann geht hier eine Vernarbung rüber. Und da sind die veredelt worden früher. Und so hat man zwei Sorten auf einem Baum und den entsprechenden Bestäuber für den anderen, sodass man auch gut Früchte bekommt. Denn es ist nämlich so, ein Apfel, der kann sich nicht selbst bestäuben in der Regel. Man braucht einen anderen Apfelbaum irgendwo in der Nähe. Ja, und hier haben wir den Vorteil, man hat eigentlich zwei Apfelbäume auf einem. Ja, genau. Das sieht man ja ganz genau. Wie du eben schon sagtest, hier ist schon ein kleines Fruchtholz dran. Die Äste sind auch dunkler gefärbt. Hier ist ein ganz anderes Holz. Wie man sieht, geht der auch schon viel steiler nach oben als hier diese Kronen, dieser Apfel. Ja, und wie man auch hier sieht, der scheint stärker zu wachsen als der, weil Aha. Äpfel wachsen nie gleich. Also muss man auch später, wenn man
schneidet, immer regulierend eingreifen. Das heißt, der Stärkere, das wäre in dem Fall dieser hier, der müsste immer mehr geschnitten werden als der Schwächere, damit der nicht diesen überwächst. Überwächst. Da muss man also wirklich das Gleichgewicht halten, genau, wenn man mehrere Sorten in einem Baum hat. Und hier nochmal das Wichtigste zum Erziehungsschnitt zusammengefasst. Entfernen Sie Triebe, die dem Mitteltrieb Konkurrenz machen. Korrigieren Sie den Winkel der Leitäste, wenn nötig. Und kürzen Sie den Neuzuwachs der Leitäste ein. Ja, damit steht unser Baum lehrbuchmäßig für den Erziehungsschnitt. Wenn Sie jetzt aber in Ihrem Garten vor ganz alten Apfelbäumen stehen und sich fragen, was mache ich jetzt mit denen, dann schauen Sie doch mal in unseren Film zum Erhaltungsschnitt, denn da geht es wirklich um alte Apfelbäume. Also, viel Erfolg dabei!